Reutlinger Anfeuerungsrufe im Pfullendorfer Waldstadion, nötige Motivation, denn... Es könnte ja sein, dass einige Spiele im Kopf haben, es reicht ja doch nicht mehr. Aber die Maxime von uns heißt, die Pforzheimer bis zur letzten Minute, und damit meine ich bis zur letzten Minute in Neckarau, auf den Fersen bleiben. Und die Pforzheimer soll keine ruhige Minute während der Woche haben. Doch zunächst hatten die Reutlinger in den weinroten Trikots keine Ruhe. Erste Chance für die Gastgeber nach diesem Freistoß von Gerd Panewitz und dem Kopfball von Wolfgang Fiesel. Dann in der 12. Minute der erste nennenswerte Angriff. Der Reutlinger Kopfball Rudolf und dann dieses Foul von Libero Schneck an Pascal Müller von Reutlingen. Hier noch einmal in der Zeitlupe zu sehen. Keine Frage für Schiedsrichter Fuchs, Elfmeter für den SSV Reutlingen. Spezialist dafür Hermann Rudolf. Und das 1:0 für den Gast aus Reutlingen. Wenig später diese Szene im Reutlinger Strafraum. Und hier forderten die Gastgeber einen Elfmeter nach dem Zusammenprall zwischen Fiesel und Führinger. Beide blieben verletzt liegen, konnten aber weiterspielen. Die Reutlinger Abwehr mit zunehmender Spielzeit immer sicherer, die Abwehr mit nur 19 Gegentreffern ohnehin das Paradestück des Tabellenzweiten. Zur Pause 1:0 für Reutlingen und zu Beginn der zweiten Halbzeit dann auch Chancen für die Reutlinger. Flanke Wolfram Bauer und der Kopfball von Torjäger Rudolf. Dennoch Trainer Köstner, der jetzt zum SC Freiburg wechseln wird, zusehends unruhiger trotz des Vorsprungs. Und er hatte auch Grund dazu, denn in der 67. Minute der Ausgleich für Pfullendorf durch diesen Schuss von Johannes Schilly. 1:1 und kurz danach hatten die Pfullendorfer sogar noch die Chance, in Führung zu gehen. Doch der eingewechselte Vanja Milanovic vergibt. Pfullendorf immer offensiver und genau das kam den konterstarken Reutlingern entgegen. Wolfram Bauer setzt sich durch. Und Klaus Weiß ist zur Stelle Weiß, der in den letzten Wochen die entscheidenden Tore für Reutlingen geschossen hat. Und Pfullendorfs Manager Hermann Krane, er war sichtlich enttäuscht. Die erhofften zwei Punkte rückten in weite Ferne. Zumal Reutlingen weitere Riesenchancen hatte. Wieder ein schulmäßiger Konter und Klaus Weiß im Pech. Und dann die Entscheidung in der 89. Minute für die Reutlinger, das 3:1 durch Wolfram Bauer, den Kapitän. Endstand 3:1 für Reutlingen und die Frage... Und wieder die Reutlinger. Es war wirklich ein super Spiel, schön anzuschauen. Und das 3:1, die Entscheidung durch Wolfram Bauer mit diesem wunderschönen Tor. Nun waren wir natürlich gespannt, wie stand's in Pforzheim. Und Schlusspfiff. 3:1 also Gewinn der SSV Reutlingen. Und alle warteten jetzt natürlich auf die Bestätigung des Ergebnisses aus Pforzheim. Spieler noch unsicher. Wolfram Bauer hier.
wenn sich das 1:1 wirklich bewahrheitet. Und Schlusspfiff scheint in Pforzheim. Dann wäre Reutlingen fast Meister, denn dann müsste Pforzheim 7 Tore mehr schießen als der SSV Reutlingen. Reutlingen hat also 7 Tore Vorsprung in der Tordifferenz. Beide Mannschaften sind punktgleich. Hier der Vorstand Dieter Brennstetter. Auf Wiedersehen und kommen Sie gut nach Hause. Und Riesenfreude beim Anhang. Nun die Ergebnisse von den anderen Plätzen übermittelt von Kickers Sportmagazin kurz vor Schluss. Kirchheim-Tailfingen 5:0. Weinheim-Neckarau 1:0. Pforzheim-Marbach 1:2. Hier der Vorstand Dieter Brennstetter. Er freut sich natürlich. Geislingen, SKE Heidelberg 1:0. Und Torhüter Manne Föhringer. Schwitzingen, VfR Mannheim 0:0. Gaggenau, Offenburg 2:2. Die zweite Liga meldet. Bayreuth, Schalke 04 1:0.